um es besser zu sagen. Ja. Das heißt, du willst wahrscheinlich eben nicht. Totaler Krieg? Im Ernst? Ja, totaler Krieg. Ach so. Ist besser als dieser fucking Drecksatommodus. Dann hoffe, dass du nicht Deutsche bekommst, weil die haben bei der Partner wirklich guten Panzer. Nun gut, Teil 5 von Let's Play mit Abonnenten. Zwei Leute habe ich bei mir mit Woos. No? No. Ja, hallo. Einfach no. Starten wir einfach mal Zufallsgefecht, alle gegen alle. Mal gucken, wer am Ende gewinnen wird. Warum bin ich Franzose? Ich hasse Franzosen. Ey, Leon. Army, fuck. Willst du dich so ziehen? Ja, mein Leo, willst du gleich kapitulieren? Wie es deine Nation so üblich hat? Ich hab mich getan als Franzose. Ach so, na dann. Nun gut, dann spielen wir heute eine Runde Franzosen. Warum nicht? Das Witzige ist, einer hat im letzten Mal bei Age of Empires das Witz mal gesagt, nehm doch mal Chino-Bunker. Könnte ich jetzt machen. Hab ich nicht das letzte Mal mit Franzosen gegen dich gewonnen? Davon wüsste ich was. Ja, ich hab gewonnen. Davon wüsste ich was. Bestimmt nicht. Du hast es verdrängt, weil das war eine Schmach war. Hä? Ich kann mich nicht dran erinnern, dass sowas mal zwischen uns vorkam. Hast du Alzheimer? Ja. Schwere deutsche Einheiten, ja, ich verstehe. Wieso weißt du, was ich mache? Das geht so nicht. Ich muss alles wissen, ich bin quasi NSA. Na dann. Denn schon bin ich die NSA, ich bin der Army. Nein, du bunkerst dich zu. Ja, um mich zu schützen. Oh, hast du Angst? Bunkerwash. Zum Glück weißt du nicht die nette Taktik mit Bunkern. Dass ein Bunkern manchmal nichts bringt? Wie hab ich wohl das letzte Mal gewonnen? Ne, was du so schön verdrängt hast. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, jetzt auf einmal. Ich weiß es nicht. Woher soll ich es auch wissen? Warum fragst du mich? Was weiß ich? Du sagst doch die ganze Zeit, du weißt es. Nein, auf einmal nicht. Ich weiß nicht. Jetzt bringst du mich doch überhaupt damit. Keine Entschuldigung, wenn ich rausche. Du rauchst immer. Was? Du rauchst doch immer. Das ist fies, jetzt mit Flugzeugen anzukommen. Weil sie sagten, dass sie echt sind. Komm, probier's doch aus. Ich weiß, dass der echt ist. Ein fucking Aufklärer ist das. Das ist... Ach du Scheiße. Was, ein Schucker? Ja. Na super. Du weißt ja echt nicht, wofür ich dein ganzes Geld rausgegeben habe. Woher soll ich denn das wissen? Das wirst du gleich wissen. Das ist ein Flughafen gebaut und spammst gleich nur mit 8-8ern rum. Nee, 8-8ern sag ich schon, nur mit Stuckers rum. So, was soll ich mit 8-8ern... Was? Ich brauche nur die Stukas wegen dir, ne? Wegen den Franzosenpanzer. Ja, Franzosenpanzer, die nicht existent sind. Gute Idee. Ja, wer weiß, was du gleich machst? Ich bin Franzose, was mache ich wohl? Kapitulieren? Sich zurückziehen? Immerhin, wenn ich verliere, kann ich auf den Franzosen schieben. Ja, deswegen habe ich das ja das letzte Mal genommen. Hab ich das? Deswegen habe ich das letzte Mal Franzosen genommen, damit ich jetzt auf die Franzosen schieben kann, wenn ich verliere. Oh, ein Luftangriff. Oh, Bunker tot.
Sieh mal an, eine Basis. Wieso außen die Franzosen nach? Wieso bunkerst du dich ein? Es geht so nicht. Wo bunker ich mich denn ein? Ich meine, ich dächte mal miteinander. Dann mach dich ja nach, wenn du mal jetzt dabei gespielt hast. Jetzt weiß ich, dass du in der Panzerbasis hast. Wahnsinn. Ja, du hast einen Panzeraufklärer. Die können die Patrosen. Wahnsinn, ich habe einen Panzeraufklärer. Wahnsinn, ich habe einen Panzeraufklärer. Ist ja so verdammt nochmal bedrohlich. Ich habe einen Aufklärer, hey. Ja, eine Stukas geht mir auf den Piss. Das sollen sie auch. Und haben kaum was. Tja, kriegen es nicht hin, Franzosen umzubringen. Hat ja HDM zu stark gepunkert. Was erwartest du? Weißt du, was man jetzt machen sollte? Einen fetten Panzerwasch gegen dich. Mach doch mal. Pff, der kommt. Ich wette, der hat einfach mal schön überall Bunker aufgebaut und so. Hat er nicht. Ach na, Zigger vielleicht. Hat er nicht. Ey, ich hab 120, wie sagt man, ich sag einfach Geld in Reserve. Das sind Dollarzeichen, ja? Wir spielen hier mit Dollarzeichen Geld. Ach, und Deutsche haben Dollar, oder was? Ja. Forschung abgeschlossen. In was für einer Welt lebst du und ihr blöd? Wieso hab ich so eine Kackfarbe? Weil hast du die ausgewählt. Weil du Kacke bist, vielleicht? Man weiß nein, es nicht. Dann hätte ich braun. Pardon, ne? Warum ist mein Panzer tot? Weiß ich nicht. Ich bin nicht schuld. Ich schütze mich eben vor deinem Panzer. Oh, da hat einer eine Kriegsansage gemacht. Das liegt beim totalen Krieg. Oh, Infanterie-Spam? Hä, was? Ja klar, ich schicke leichte Infanterie gegen die Chimäre. Ja, tolle Idee. Woher soll ich wissen, was das da rumkraucht? Ich hab gesehen, dass du da irgendwas im Wald versteckt hast. Oder ein Panzerwrack ist. Scheiße. Oh, geht jetzt alles zugrunde? Hast du eigentlich Flak, da drüben? Was? Ja, hast du Flak? Flak? Fenster raus? Okay. Interessante Idee. Finde heraus, ob da Flak ist. Einheiten der Stellung läuft. Yay, ich hab 20 Dollar verschwendet, um bald 25 Dollar Bunker zu kriegen. Eigentlich hat sich's gelohnt. Nicht schlecht. Ein Panzerschutzbunker. Man kann ja nie wissen. Ich glaube, Mr. Grün baut da gerade ein Flugfeld. Scheinobjekte? Ich verstehe. Willst du dich in der Luft messen? Ich hab einen Aufklärer. Jetzt kommen wir wieder auf den Grund der Tatsachen zurück. Entschuldigung, warum kann ich weiter ein? Ich meine Grün. Die feindlichen Gebäude in diesem Sektor wurden getarnt.
So, man wusste, Erkältung ist nervig. Es ist ein armer Aufklärer, er tut nichts. Er klärt auf, das ist schon das Verbrechen. Scheiße. Du hast nicht wirklich Jagdflugzeuge, oder? Nein. Wie kommst du denn darauf? Wenn du jetzt logisch nachdenkst, dann weißt du, dass er Jagdflugzeuge hat. Ich hab kein Geld. Dann kauf dir ein welches. Toll, und ich kann nichts machen, weil ihr beide wahrscheinlich überall flach positioniert habt. Nein. Du doch nicht. Nein, du machst sowas nicht. Nö, mach ich auch nicht. Also wenn das jetzt so anstarrtechnisch weitergeht und immer weiter vorsichtig rumgrubeln, wird das nichts auf Dauer. Ich warte doch nur. Auf was wartest du? Bis ich Geld habe. Yeah, weitere Scheinanheiten. Jetzt will ich's wissen. Du hast keine Flak. Natürlich nicht. Was hast du da stehen? Hallo, ich muss mich vorbereiten. Du baust so eine riesen Luftflotte auf über Flak. Was bist du, Feiner? Vorbereitung ist das Allerwichtigste. Danke, cool. Genau, kill deine Flugzeuge. Okay, Kübelwagen. Ach, schöne Basis. Scheiße. Der baut Bomber. Bömmerchen? Hey, ich kenne jetzt deine Basis und weiß, ich habe nichts zu befürchten auf bei einem Angriff. Na, dann greif ihn doch mal an. Muss was von Leon befürchten, scheiße. Warum sollst du das von mir befürchten? Ich tu nichts. Nein, du doch nicht. Du hast ja auch keine Riesen an mir. So, da hat was hab ich denn? Ich hab vielleicht ein bisschen Infanteristen. Mehr hab ich nicht. Ja, aber was steht denn da hinten alles im Wald? Infanteristen. Und Flak? Ja, Verteidigung. Die kann ich ja super für den Angriff einsetzen. Wer weiß? Na, was du mir das unterstellst, ne? Ich unterstelle dir gern was. Ich merke das schon. Ja. Er selbst. Oh, was kommt denn da? Der Funkenstille bringt ja auch nichts. Funkenstille? Ich hab doch keine Funkenstille. Da kommen ein paar schwere Einheiten. Was willst du mit deinen Bombern bewirken? Siehst du gleich. Ja, toll. Schick deine Jagdflugzeuge, obwohl du weißt, dass der Flak ist. Genau. Meine Armeeschützen. Ja, funktioniert nicht genauso, wie ich es geplant habe. Ach doch, gut. Wenigstens konnte ich dir ein bisschen den Nachschub kappen. Kannst du ja. Mach ruhig. Fahr ruhig ein bisschen weiter. Weißt du, was jetzt kommt? Du willst mir doch nicht im Ernst sagen, dass du gerade hier ein paar Leute abwirfst. Doch, will ich.
Hör auf, meine Transport-LKWs zu zerstören, das geht so nicht. Wieso ist da ein Flugfeld mitten in der Mitte? Weil da ein Flugfeld hingesetzt wurde. Du hast ihn jetzt nicht wirklich besiegt, oder? Natürlich. Hat quasi verloren. Und trollt mich sogar noch einmal. Danach noch eine Runde. Nein. Warum nicht? Er hat Angst zu verlieren. Nö, ich mach nur eine Runde, weil ich muss noch eine Menge anderen Kram machen. Hätte ich auch gesagt. Muss ich ja auch. Ich kann ihn nur nicht glauben. Futter für meine Panzer. Habe ich eigentlich irgendwas erobert? Ach ne, ist mein Aufklärer. Cool. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Ihr Hauptquartier. Neue Einheit erstellt. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Einheitenerstellung läuft. Wie der meine Nachschublinie platt machen will. Sowas tut man nicht. Er macht es. Er auf mich. Ja. Mann, einer Panzer wird deine Panzerarmee vernichten. Ja, klar. Oh. Also ich hätte es ihm zugetraut. Einer wurde zerstört. Ach, weil ich die Panzerarmee habe, oder was? Also wenn man mein Grüppchen, sag ich mal, als Panzerarmee bezeichnet, ist das schon ziemlich interessant. Ich hab seine Panzerarmee gemeint. Ja, das ist mir klar. Aber damit ist der offiziell dann kaputt, ne? Wenn du die Einheit in der Mitte vernichtest. Ja. Und glücklicherweise steht da leider im Weg. Was machst du da links? Oh, jetzt machst du doch Funkstille, oder? Funkstille macht Spaß.
Und jetzt zerstörst du meine Handcamis. Schon so weit länger.